Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vaporum. So, wir öffnen erstmal das Ding hier. Und... hört ihr das? Das können wir jetzt alles verschieben hier, ne? Müssen wir das? Ehe wir jetzt hier sinnloserweise verschieben. Hier müssen wir durch irgendwie. Hier können wir nichts verschieben. Who's there? Händler? Gibt es wirklich andere Personen? Oder hab ich das gesehen? Hä? Hallo? Ist hier irgendjemand? Hallo? Ich glaube, wir müssen da hinten dann trotzdem schieben. Hier kommen wir nicht durch, noch nicht zumindest. Also schieben. Wow. Das macht mehr Schaden. Macht echt mehr Schaden als mein Schwert. So, von wem ist das? Wissen wir nicht. Wissen wir es? Von Runkfurt. Die haben auch als Erster. Zuerst war es eine Herausforderung und es hat Spaß gemacht, die Prototypen der Arachniden verstehen zu lernen. Die aufregende Technik, neue Fumiumzellen. Fortgeschrittene Entladungsröhren, faszinierende und verzwickte Blaupausen. Ja, ich habe mein Herz, meine Seele in dieses Projekt gesteckt. Diese Spinnmaschinen sind ein Meisterwerk. Aber jetzt, mehrere Monate nach Produktionsstart, verliere ich schnell meine Motivation und mein Vertrauen. Letzten Endes muss ich ehrlich zu mir sein, ich verstehe nicht, warum wir so viele von ihnen bauen. Was ist eigentlich der Sinn von dem Ganzen? Wo bringt uns das hin? Das verstehe ich manchmal auch nicht, wenn ich so die Erde mir anschaue. Warum bauen wir so viele von... Also, die Waffe können wir nicht mitnehmen, ne? Da hat doch jemand... Jetzt erklärt mir doch mal, wie es hier weitergeht. Hier drüben hat jemand geschrien, mich angebrüllt. Hier, ne? Allerdings. Wieso komme ich hier eigentlich nicht? Hier komme ich doch auch weit. Moment mal. Moment. Ach so. Aber das muss ich doch hier schieben lassen. So rum eigentlich. Warte mal kurz. Ja. Und jetzt kann ich wieder... Hoffentlich schiebe ich richtig, ne? Hallo? I don't know what this place is about, but I get this weird feeling.
Something about these walls, these gears, and even these bolts. Not alone in this prison. Aber hast du geschrien? Ich hab gedacht, das war jemand anderes. Aber hier hinten, das... Wieso? Ich würde gerne... Da ist bestimmt irgend so ein Geheimnis hier drin. Da, eine Kiste. Ich will die Kiste. Wie bekommen wir die Kiste? Haben vielleicht falsch geschoben, ne? Ich will. Ich glaube, wir haben bestimmt falsch geschoben. Ist meine Meinung. Ja, ist klar. Warte mal, was ist denn das da unten? Nee. Ich hatte eine leise. Aber wenn ich jetzt hier bin, ne? Na, dahinter ist ja nix. Sehe ich ein. So ein Mist. Waren wir eigentlich schon bis hier hinten? Ja, ne? Ach, schade. Wir waren klar schon hier hinten. Weiß ich ja, dass wir schon hier hinten waren. Aber na. Denkt ihr vielleicht... Ach, schade. Oder ist hier an der Seite noch irgendwas? Bestimmt irgendwo hier ein Mauerstück. Naja. Okay. Na gut, dann gehen wir erstmal hier rein, ne? Da brauchen wir wieder einen Schlüssel. Was brauchen wir? Einen Goldschlüssel. Gold. Schlüssel. Getriebekasten braucht man nicht mehr. Den Schlüssel braucht man auch nicht mehr. Da hier noch, ne? Was war denn das hier nochmal? Ach so, ja. Da braucht man auch irgendwas. Würden wir auch wahrscheinlich nie wieder finden, ne? Da gibt es bestimmt so viel versteckt noch hier. Wenn wir die Wände vielleicht anständig absucht. Bestimmt, ne? Wenn man hier so jede Wand so richtig schön absucht. Bedenkt, ne? Ne, wir machen mal, weil das gibt uns mehr Rüstungsschutz. Das hat uns ganz schön was abgebrannt, ne?
Verdammt. Verdammt. Ah, hat er uns erwischt? Kaum so. Fassen. Nein! Oh, so schnell! Dieser Beschiss. Dieser Beschiss. Ich sag das Beschiss. Verdammt. So weit geht er nicht. Danke. Hä? Achso, ich hab noch nicht. Bin beinahe draufgegangen, um ehrlich zu sein. Ja, das ist ja traurig hier. Wir haben nur noch zwei. Und wir sehen schrecklich aus. Nur noch zwei Reparaturkits. Und wir sehen echt am Arsch aus. Wir sehen sowas von am Arsch. Am allerwertesten. Was ist denn das schon wieder hier? I need a key. Gold Key. Goldschlüssel. Schade. Brauchen wir hier. So, mit dem Ausweichen, das klappt nicht so richtig, ne? Aha! Also, das hätten wir schon mal. Ne, wir haben aber noch nicht die Griffe. Da hätte ich lange suchen können, ne? Da hätte ich lange suchen können. So. Ja. Ja, Bashaw. So, ich glaube, hier haben wir jetzt alles abgegrast. Und wir können nur noch hier entlang. Wenn es geht. Es geht. Und hier müssten wir jetzt hoffentlich den Griff finden, ne? Schon mal irgendeinen Kasten. The Bureau sent us refined blueprints for the new Fumium batteries. The drafts have come a long way since my time at the university. These new prototypes should amend any issues that were known to have caused the shutdown at the Cat Kennet Island research project. The way the battery works is now based on Gwilhelm's grid. It's made of Fumium-enhanced steel, holding the Fumium grains nicely intact and should prove to be a lot more stable than before. Out of curiosity, I took a peek at the Cat Kennet project, but there's no info, a complete blank. Well, apart from a dry note in the archives, research complete, station closed. Along with the new batteries, we also started to produce Fumitons, which are powered by these powerful battery cells. They're an evolution of the basic model of quadrupedal Arrak 3. Which used to have a coal-burning module with a boiler and a simple piston. We replaced the whole system with a simple expansion chamber for the battery and more robust piston parts. Also die... solche Türen kriegt man irgendwie nicht auf, ne? Irgendeinem verrückten Grund heraus. Okay, das wird wieder ein Schiebespiel, das ich noch nicht so richtig verstanden habe. Aber krieg ich mir schon hin. Vielleicht. Ach, ich kann doch! Ah. Ich kann doch nach vorne.
Ja, das eröffnet ja komplett neue Möglichkeiten. Huch. Ja, das ist ja... Ja, dann hätten wir... Ja, dann ist klar, ne? Huch. Achso, da komm ich da noch rum, ne? Das ist... gar nicht mal so einfach. Warum geht's... Achso, ja, hier geht's nicht, weil ich... Ach so, weil ich brauche ein bisschen Platz hinten, ne? Aha. Jetzt müssen wir mal... Passt auf. Wir machen das mal so. Geh noch mal rein. Geht gleich los. Passt auf. Wir werden dort hinten erstmal den... Ach so, den können wir leider nicht. Mist. Ja, weil wir kommen da nicht... Ja, okay. Also die können wir schon mal nicht herholen. Das ist schon mal traurig genug. Hm. Das heißt... Ich speichere erstmal. Ja, was Schlimmes passiert. Das heißt, ich kann den hier auch nicht rausholen, ne? Der ist im Grunde versperrt für immer und ewig. Weil ich kann ihn nicht hier rüberschieben, ich kann nicht hier hin. Ich kann im Grunde nur den hier rausholen. Wie weit? Eigentlich nicht weit. Und die Frage ist, wenn ich den hier raushol, dann muss der erst rausgebumpelt werden. Wie weit kann ich den? Ziemlich weit. Also, das ist hier unser erster. Huch. Das muss Schritt für Schritt gemacht werden. Ach so. Ach so. Puh. Ich komme da nicht hin. Verrückt. Ist er verrückt? Wenn ich den jetzt hier hin, dann kann ich an der Seite weg. Aber was bringt mir das? Das bringt mir gar nichts. Das bringt mir echt nichts. Also wieder zurück. Weil ich kann ihn ja nicht hier runter. Versteht ihr die Problematik eigentlich? Also, das heißt, den kriege ich auch nur eins vor. Was bringt mir das, wenn ich den eins vor habe? Gar nichts. Weil ich komme ja nicht dran. Was muss mir... Es muss ja irgendwas... Irgendwas muss mir ja das bringen, ne? Aber wisst ihr, was mir was bringt? Ist eventuell das. Weil dann komme ich zumindest schon mal hier rüber und kann mich schon mal reinstellen und kann ein neues Bild der Situation erzeugen. Das geht gar nicht hier. Ich habe wenigstens gedacht, ich kann irgendwas hier mitmachen. Du könntest jetzt den zurückschieben. Vielleicht ist das gut, ne? Halt! So. Und dann könnte ich ihn komplett nach hinten schieben, ne? Weil... Da hinten... Da brauchen wir ja eh nicht hin. So, das Ding hier ist... Irgendwie für die Katz. Okay. So, was haben wir noch? Jetzt können wir... Das hier können wir auch schieben.
Wohin könnten wir das schieben? Warum müssen wir das überhaupt schieben? Was bringt uns das eigentlich, das alles hier zu schieben? Wir können auf alle Fälle was anderes reinschieben. Zum Beispiel meinethalben den hier. Achso, nee, den können wir erstmal nicht. Na, wenn ich den... Doch, den könnten wir hier hinschieben, ne? Da brauchen wir auch nicht mehr hin. So, dann haben wir den schon mal weggeschoben. Und dann können wir den... Ja, aber dann kommen wir nicht mehr rein, doch. Ach so. Nee, wisst ihr, was wir hätten machen müssen? Oder wartet mal. Wartet. Moment. Ach komm, dann gleich noch einen vor. So. Und, Na gut, das war Quatsch, weil den können wir eh nicht mehr schieben hier. So, ja, dann den... Achso, nee, den können wir ja dort lassen. Und dann könnten wir den hier reinschieben. Und haben was gewonnen. Hier hinten ist absolut... Nothing. Naja, von mir aus. So, dann schieben wir den hier vor. Ja, wenn ich jetzt hier runter gehe, das ist ja auch blöd. Achso, warte, halt, wir können den hier reinschieben. Nett. So, dann haben wir zumindest... Was hat uns das wieder gebracht? Ja, ein bisschen Platz hat uns das zumindest gebracht, ne? Und dann mal das nach vorne. Das bringt uns... Keine Ahnung. Mal nach hinten. Da ist ja auch nichts. Ich habe gedacht, da ist vielleicht eine geheime Tür oder... Whatever. Was hat uns jetzt das ganze Schieberätsel gebracht? Nix. Gar. Ach, da ist noch was. Nee, das ist auch nix. Gar nix. Gar nichts. Das hat... Es ist jetzt nur alles zugestellt. Wartet mal, hier oben. Moment. Ja, klar. Aber das geht ja nicht auf. Vielleicht ist da irgendwo... Das Schalter, ne? Aber wo? Ist wahrscheinlich irgendwo das Schalter. Allerdings wo? Na, wenn, dann hätt's nur hier hinten, weil da war ja einer. Ja, hier. Wenn da hinten nix ist, ne? Wieso ist da hinten nichts? Was ist denn eigentlich hier? So, Ist vielleicht hier drin noch was? Ich weiß noch nicht, wie ich jetzt hier...
weiter schieben sollte. Mir fehlt hier ein bisschen. Ne, wartet mal. Was ist denn eigentlich, wenn ich den hier und achso, dann komme ich auch nicht raus. Na doch. Nee, doch nicht. Doch nicht. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Du stehst auch ein bisschen dumm rum. Eigentlich müsste ich noch was hier reinschieben. Denke ich, aber... Was ist, wenn ich den einfach noch da hinten hinschiebe? Dann ist er weg, ne? Und den hier vorschieb. Und meinethalben hier runter. Weil da war ja auch Quatsch. Da war ja nix, ne? So, ist jetzt hier noch... irgendwas. Aber hier ist ja nichts. Das ist verrückt. Hier ist doch nichts. Ach so. Der steht uns jetzt ein bisschen hier im Weg rum. Ich sag's ganz ehrlich. Steht uns ein bisschen im Wege rum. Okay. Aber... für was mache ich das jetzt hier? Was? Ach man, ich habe jetzt so viel verschoben, aber ich sehe auch nichts. Ich habe gedacht, vielleicht ist irgendwo ein Knopf oder... wisst ihr? Was ist denn eigentlich das da hier? Da drin. Hat es irgendwas zu sagen? Nee, ne? Kann man das zerkloppen? Moment mal. Ja, da waren wir schon. Der kommt mir auch hin. Ja. Tja, langsam fällt mir nichts mehr ein. Mir fällt echt nichts mehr ein. Ich habe hier alles... was war denn eigentlich? Dahinter war nichts, ne? Das geht hier nicht. Aber es, ich brauch's ja auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß nur, dass ich mich jetzt total hier verbaut habe. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Das ist Fakt. Das ist auf alle Fälle ein Fakt. Ich habe mich komplett hier verrutscht. Das ist klar. Ich
weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich weiß es nicht. Tja, bringt dir das alles nichts hier? Ist doch schlecht. Ach so. Ist doch schlecht. Und wenn es hier dahinter ist, funktioniert das, geht nicht. Das kann nicht dahinter sein. Das kann hier nicht dahinter sein. Es kann auf keinen Fall. Wie haben wir eigentlich das hier rübergebracht? Das geht doch vom Logischen her gar nicht. Moment mal. Man kommt doch auch hier entlang. Ja, theoretisch. Sag mal, wie haben wir denn eigentlich den? Das machen wir das nächste Mal. Wie haben wir denn den? Da, wenn wir von hier kommen, können wir den wegschieben. Na? Ich sag erstmal ciao, ciao.